Hey, meine Analytics sagen mir, dass mehr als die Hälfte von euch den Kanal noch nicht abonniert hat. Falls du dich jetzt angesprochen fühlst, dann abonnier doch gerne den Kanal. Denn sonst lasse ich dich mit Vader hier alleine im Gang eingesperrt und wir wissen, dass das nicht gut ausgeht. Ich glaube, es gibt keinen Star Wars Fan, der nicht weiß, was die Order 66 ist. Und wenn es eine Order 66 gibt, dann gibt es sehr wahrscheinlich auch eine Order 64, 65, aber auch 67, wessen Auswirkung wir im neuen Lego-Spiel Star Wars die Skywalker-Saga zu Gesicht bekommen. Aber ist Order 67 nun Kanon? Insgesamt gibt es, laut Star Wars Legends, 150 Notstandsverordnungen der großen Armee der Republik, von denen aber nur eine Handvoll bekannt sind. Bei der Order 66 zum Beispiel handelt es sich um einen Befehl, welcher die Jedi als Verräter deklariert und den Klonen vorschreibt, diese sofort zu töten. Order 67 hingegen schreibt den Klonen vor, zu tanzen. Würde das also bedeuten, dass, wenn Palpatine sich in Episode 3 wie im Spiel versprochen hätte, alle Klone eine Tanzeinlage hingelegt hätten? Um diese Frage zu beantworten, muss ich erstmal etwas ausholen. Ihr wisst ja, dass die Star Wars Timeline in Kanon und Legends unterteilt ist. Ein ausführliches Video zu der Thematik habe ich euch rechts oben in der Infobox verlinkt. Aber im Groben kann man sagen, alles, was nach 2014 erschienen ist, gehört in den Kanon eingegliedert und ist somit Teil der gültigen Geschichte von Star Wars. So wie eigentlich auch die Skywalker-Saga, oder? Naja, nicht ganz. Denn eigentlich sind alle Lego Star Wars Inhalte weder Kanon noch Legends. Sie stehen für sich. Die Lego Sets, Serien und auch Spiele. Man könnte das in etwa mit Star Wars Visions vergleichen, wo ja auch jede Episode für sich steht und nichts weiter mit dem Star Wars Universum zu tun hat. Und wenn ihr denkt, dass das jetzt verwirrend ist, dann wartet mal ab. Früher, noch vor der Übernahme von Disney, gab es die Unterteilung zwischen Kanon und Legends nicht. Damals gab es das Expanded Universe, also das erweiterte Universum, welchen auch die meisten Star Wars Spiele zuzuordnen waren. Das Problem war nun, dass viele dieser Spiele unterschiedliche Enden hatten, zwischen denen die Spieler wählen konnten. Wenn das Spiel dann aber fortgesetzt wurde, und damals hatte fast jedes Spiel einen zumindest zweiten Teil, konnten die Entwickler das neue Spiel aber nicht auf eine Geschichte aufbauen, welche unterschiedliche Ausgänge hat, weswegen dabei oft ein Ende als unter Anführungszeichen Kanon angesehen wurde und das andere eben als nicht kanonisch. Dieses war also eigentlich ungültig und trug lediglich zum Spielspaß bei. Ähnlich ist es auch bei Spielen, wo man sich selbst den Charakter erstellen kann. So wird der Hauptcharakter in KOTOR 2 nur der bzw. die Verbannte genannt. Und erst Jahre später, im Buch The Old Republic, Revan, haben wir dann erfahren, dass es sich beim Charakter offiziell um eine Frau mit dem Namen Mitra Surik handelt. Da finde ich es schon ganz gut, dass viele neue Star Wars Spiele so entwickelt werden, dass sie sich problemlos in den Kanon eingliedern, was kaum zu einer Verwirrung führt. Deswegen muss ich leider aber doch sagen, dass Order 67 durch die Skywalker-Saga nicht Kanon ist. Auch wenn ich die tanzenden Klone auf Coruscant schon sehr gerne gesehen hätte. Übrigens, der Ursprung der Tanzanlage stammt vermutlich aus der dritten Ausgabe Star Wars Robot Chicken aus dem Jahr 2010, als Palpatine auch schon aus Versehen Order 67 ausruft und dabei einen Tanzbefehl auslöste. Doch damals waren es Ewoks und keine Klone. Einfach großartig, auf wie viele Memes und Klassiker das neue Lego Star Wars Spiel Bezug nimmt. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, warum sich der Lego-Humor mit der Skywalker-Saga für immer verändert hat, oder ihr meine neueste Let's Play-Folge zum Spiel sehen wollt, dann könnt ihr hier rechts klicken. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.